Wir haben mit Andreas am Anfang schon sehr viel darüber gesprochen, dass wir uns ein paar Schlüsselelemente aus 70er-Jahre-Filmen nehmen, die modernisieren wollen und trotzdem die Zeit ein bisschen mit dem Kinoerlebnis von damals wieder aufleben zu lassen. Mit Farben, die wir über Kostüm und Ausstattung auch besprochen haben. 13, 24, 19 Hundertstel hinter Russi. Deutlich hinten. Wie soll Klammer das noch schaffen? Wenn du bockst es. Das ist die Feinde vom Herzen. Wir haben einige so Referenzfilme herangezogen und gesagt, das sind eigentlich coole Elemente. Oder Elemente, die wir in der Geschichte auch sehen würden, die uns vielleicht auch helfen würden, das Zeitliche mit zu transportieren und andererseits auch ein modernes Flair. Wir würden den Film eigentlich relativ gerne sehr frei drehen, auf eine gewisse Art. Auch relativ spontan drehen, was auch dem entgegenwirkt, was man sich technisch zuerst vorstellt, wenn man einen historischen Film dreht. Da waren die fliegende Kamera immer ein großes Thema mit Steadicam und Gimbals, eben einem Leichtkran, mit dem man sehr schnell, sehr üblicherweise aufwendige Moves machen kann. Das hat uns sehr viele Freiheiten gegeben. Was jetzt passiert ist, wir feiern den Zieleinlauf von Franz Klammer richtig ab. Das heißt, das Double wird durch das Ziel fahren, wird da oben abschwingen. Und wir werden dann das Double gegen den Schauspieler im selben Shot austauschen. Ja, jetzt haben wir die Ehre, dass wir da mehr oder weniger das Double spielen dürfen. Vom Franzi, vom Russi, vom Steiner. Kann man ganz schwer kopieren. Sehr einzigartig, was er da früher gesagt hat. Und war natürlich auch oft akrobatisch und stilistisch, ja. Oft mal fragwürdig, aber auf jeden Fall cool zum Zuschauen, immer spektakulär. So, der Lukas Greiner, der Stuntfahrer, ist gerade gestürzt, weil die Kompression war so arg, dass es ihm das Knie verdreht hat. Jetzt hoffen wir, dass halt nicht mehr passiert ist. Der Zieleinlauf war auch sehr schön. Der Zieleinlauf, das war auch sehr schwierig. Weil wie bereitest du dich darauf vor auf den Jubel? Jeder kommt her, klopft auf die Schulter und sagst, ja, jetzt darfst du dich endlich freuen, gell? Jetzt darfst du endlich jubeln. Und aber ich weiß ja nicht, wie ich jubeln soll. Das kannst du ja nicht proben, das kannst du ja nicht üben. Ich kann ja nicht vor Spiegelshaus stehen und dann jubeln oder wie. Das ist ja etwas, das muss kommen von der Situation. Das ist das pure, ich stelle mich hinein, ich weiß nicht, was jetzt passiert, ich habe nichts vorbereitet. Ich nehme einfach nur das auf, was die 150 Statisten mir geben und spiele, dass ich jetzt sehe, dass ich gewonnen habe, das Rennen. Wo die Sportler sich treffen, wo sie sich schon mit Worten messen, bevor sie sich dann auf der Piste messen. Der Franz fühlt sich eher quasi ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone, weil er nämlich nicht genau jetzt weiß noch, was er sagen soll und was er hier machen soll. Wie fühlt man sich jetzt bei dieser Pressekonferenz? Naja, das kann ich dir in 10 Minuten sagen. Jetzt weiß ich noch nicht. Jetzt geht's mal gut. Abstand, super. Ja!
Also ich bin die Theresa Ebner-Latzek und ich bin die Kostümbildnerin vom Franz Klammer Film. 70er Jahre Skischuhe, 70er Jahre Skianzüge waren bei uns ein ganz großes Thema und haben auch die 3 Monate Vorbereitung, die wir hatten, einen Großteil in Anspruch genommen, das zu recherchieren. Gut. Gut. Stoffe war eigentlich nicht so schwer, weil in den 70er Jahren gab es eigentlich schon fast alles. Also am interessantesten war sicher mal herauszufinden, was hatten sie bei der Eröffnung an und festzustellen, das waren goldene Anzüge, die sehr interessant waren für uns. Und dann musste man die halt produzieren lassen in einem Dauer-Lockdown. Also es kam halt bei uns auch noch dazu, dass wir keine Möglichkeit hatten, Stoffe haptisch auszusuchen. Und die dann anfertigen zu lassen und dann kamen sie geliefert und das aufzumachen. Und das war schon besonders, weil das wirklich 1:1 die Anzüge sind von damals. Für die Menschenmassen haben wir ein System entwickelt, ein eigenes, was halt erlaubt bis zu, wir haben es aufgeblasen, bis zu 100.000 Menschen unabhängig voneinander, aber trotzdem miteinander interagieren zu lassen. Das fängt davon an, dass wir einen Kostümfundus, einen digitalen haben, aus dem wir verschiedene Menschen generieren. Das fängt bei den Hauben an, über die Westen, über die Hosen, Schuhe, alles. Plus halt auch noch kleine Fähnchen. Wie kann man den Film so toll wie möglich umsetzen und auch die Erwartungshaltung der vielen Fans von Franz erfüllen, wenn man quasi keine Hollywood-Budgets zur Verfügung hat? Wir haben jetzt ein für österreichische Verhältnisse sehr, sehr hohes Budget gehabt. Wir haben da auch sehr, sehr viele Menschen dafür begeistern können. Und wir haben mit der EPO-Film und dem Jakob und Dieter Buchlatko auch tolle Partner gehabt, denen man auch glaubt, dass die so ein großes Projekt stemmen. Und das war es eigentlich, das war so die Ansage. Die Ansage war in Wahrheit, dass man sagt, schreiben wir das auch so, dass es dann auf einem sehr, sehr hohen Niveau produzieren lässt. Das hat man schon gespürt, dass das Interesse groß ist und dass der Franz Klammer und der Name und der Ruf einfach so viele positive Gefühle assoziieren, dass grundsätzlich wirklich die allermeisten Leute gesagt haben, so ein cooles Projekt und toll, dass das passiert und da wollen wir dabei sein in der einen oder anderen Form. Also ja, der Zuspruch war groß. Rein jetzt wirklich mit dem Inhalt des Films, als wir gedreht haben in Innsbruck, der Zieleinlauf, wo der Franz gewonnen hat und sein Siegesschrei, alles war Gänsehaut. Selbst wenn ich das jetzt nicht miterlebt habe, weil ich, wie gesagt, noch nicht da war, ich habe es in dem Moment irgendwie erlebt gehabt und ich habe in dem Moment verstanden, worum es da geht. Also das war eigentlich mein schönster Moment mit dem Film. Ja. Und ich glaube, das wird uns viele Jahre noch begleiten und aneinander binden in einer gewissen Weise. Und wir werden immer so eine schöne Erinnerung daran haben, diese Zeit. Und das ist natürlich jetzt ein großer Teil unseres Lebens. Das, was jetzt dann im Nachhinein rauskommt, das ist nur diese Gemeinschaftsleistung. Also ich habe nichts gesehen, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ein schlechter Film. Das wäre so lustig, es wäre aber genau mein Humor. Stell dir vor, ich rede da und die volle persönliche Entwicklung und alles und wein die ganze Zeit und dann ist der Film schlecht. Das wäre so lustig. Das wäre so lustig. Ja. Ja. Aber